Schon zweimal in die Suppe gespuckt in der WM-Qualifikationsteams für die Nationalhymnen. Umfeld oder ums Team herum, der Trainer, alle sagen, sie haben ein richtiges Feuer entfacht. Die können Sie vergessen, es ist wieder ein 4-4-2. Mit einem Wechsel die BSG-Spielerin. Gleichen Stamm wie schon gegen die Schwedin. Zentrum Schausen spielen sie jetzt kurz und dann doch länger. Spielerin von Juventus Turin legt wieder quer, der Kopfball kommt, aber die Schweizerinnen sind bereit. In der Luft wird es noch einmal brauchen, diese Zweikampfstärke. Und dann Lehmann. Ja. Go. Oh, Riesenmöglichkeit. Oh, das war die Riesenchance. War das Caligaris, glaube ich. Ja. Giacinti, Fahne oben, Fahne oben. Und jetzt vielleicht Zeit, um uns eine Wiederholung zu präsentieren. Dieser Doppelchance für die Schweiz, wenn uns die italienische Regie den Gefallen tut. Fast zu viel Platz, Welti. Gambiaghi, stark gemacht, der Schuss am Tor vorbei. Von Elvira Herzog, die hat sich da überhaupt nicht bewegt, hat wohl so glaube sofort gesehen. Kopf ist und man vielleicht selber an sich zweifelt. Jetzt müssen wir schauen, dass da nicht... Ganture. Eigentor von Lia Welti. 30 Minuten gespielt. Giuliano wird hier als Torschütze. Jetzt Platz für Lehmann. Kein Abseits in der Mitte. Spielen. So, jetzt spielen. Oh. Aber zweite Chance. Direkt. Da hat man zu wenig draus gemacht. Gute Idee. Wieder Caruso hat sie noch. Ja, richtig gesehen, Martina. In einer Phase, wo die Schweiz eigentlich wieder besser Zugriff bekommen hat auf die Partie. Schade, dass sich da Italien auf der Rechte spielt, damit er ankommt. Zunächst einmal ist es Cantore, die Elvira Herzog prüft nach 1,5 Minuten in der zweiten Halbzeit. Sophie. Oh, völlig freistehend Caruso. Ein Missverständnis. Und dann der Kopfball, super Parade! Nein! Das 2:0 für Italien. Natürlich denkbar unglücklich, jetzt geht's so schnell nach der Pause. Cecilia Salvai. Ein ärgerliches Gegentor, Missverständnis. Wir werden es gleich... dass man zurückgeht eigentlich. Völlig freistehend für Mari. Ja, wieder Glück gehabt. Eieiei. Spiel auf die Guglielmo. Nicht so auffällig war wie auch schon. Den Mohan. Pilgrim zeigt an, kriegt immer den Ball noch gut, nicht. Immer aber noch Mohan, gut, ja. Jetzt die Chance. Guter Schuss. Sehr gut. Endlich mal ein guter Angriff in der zweiten Halbzeit. Guter Pass von der Noel Maritz nachher. Eher enttäuschenden Jahr. Zürner Gorcevic. Ist immer noch schnell, schneller als Lina. Gibt's ja gar nicht. Eine super Chance. Bis vor kurzem war Piemonte noch gesetzt. Mittlerweile Gambiaghi jetzt gemeinsam wird es eingewechselt. Jetzt sind sie präsent im Strafraum. Oh, Fehler und die Möglichkeit für Pilgrim. Die zweite gute. Valotto doch noch die frisch gesonderten Leichen aus und damit Eva Bachmann vom FC St. Gallen. Jetzt kommt sie zu ihrem zweiten Länderspieleinsatz. Vorstoß der Italienerinnen, gute Möglichkeit. Nein. Das Tor für Arianna Caruso. Der Zweikampf von der Susa Eichhoffen, der eigentlich zuerst souverän abgelaufen hat, aber mit dem Drehen den Ball wieder her schenkt. Und wer hat das Feld geräumt?
für Bonfantini. Sofia Cantore ist es. Maßgeblich beteiligt.